Hallo, herzlich willkommen zu unserem Creative Cloud Workshop mit Helme Ulrich. Schön, dass ihr da seid. Warum machen wir das heute? Wir versuchen, die Fans der Creative Cloud zu erweitern. Es gibt seit 2012 die Creative Cloud. Das ist ein Set aus Applikationen und der Creative Cloud drumherum, die die Produkte miteinander verbindet. Und wir wollen heute mit Zweiflern diskutieren, Probleme mit Leuten, die Vorbehalte haben, besprechen. Und hier in YouTube könnt ihr einfach Kommentare reinschreiben. Die werden wir dann per Live-Chat beantworten. Die Katja sitzt hinten und kümmert sich darum. Und wir wollen natürlich über Vorteile sprechen. Wir wollen Fragen beantworten und zum Kern dessen kommen, was es ausmacht. Mein Name ist Thomas Jung. Ich bin Kreativdirektor aus Köln. Und ich bin hier mit Helme Ulrich aus der Schweiz. Das wird man gleich hören. Helme, magst du dich kurz selber vorstellen und was hältst du von der Creative Cloud? Genau, also ich bin Helme Ulrich, eben aus Bern. Und ich bin ein Adobe-Urtier. Seit 20 Jahren beschäftige ich mich extrem intensiv mit Adobe-Lösungen. Und ich bin ein richtiger Cloud-Freak. Also je Helme, desto Cloud. Und die Creative Cloud ist für mich die nächste Welle im Publishing, weil Desktop-Publishing, das ist vorbei, wir lösen uns vom Desktop. Was jetzt kommt, ist eine ganz neue Art und das nenne ich Cloud-Publishing, eben Creative Cloud. Du hast uns ja den Outdoor-Führer mitgebracht, ein 300-seitiges Werk, was du geschaffen hast. Und wir wollen uns heute anschauen, wie man über die Creative Cloud in einem Produktionsprozess eines solchen Buches zu dem Punkt kommen kann, die intensiv einzusetzen und auch schlau zu nutzen. Genau. Ich habe diesen Führer mitgebracht, weil da diese Berge, die da drauf sind, das ist so quasi der Ausblick aus unserer Agentur. Das ist kein Witz, das ist ein Steinwurf entfernt. Neid. Und ich habe eine Reiseroute zusammengestellt. Ich habe damals eine Map gemacht und da sieht man, was ich jetzt alles abfahren will mit dir zusammen. Ich habe verschiedene Stationen. Die Basis ist sind die Creative Cloud-Dateien. Am Anfang steht die Idee. Die Idee, natürlich die Idee. Die Idee, den Outdoor-Führer zu machen. Dann Creative Cloud-Dateien. Wo ich Dateien lokal speichern kann und die werden automatisch synchronisiert mit der Creative Cloud. Das ist tatsächlich auf meiner Festplatte quasi, wie ein Ordner, der sich dann, wenn ich online bin, genau, wird das automatisch synchronisiert mit der Cloud. Und dann Dreh- und Angelpunkt für die Creative Cloud sind die Creative Cloud Bibliotheken. Da kann ich alles reinspeichern an Vorgaben, an Material, das ich brauche für die kreative Produktion. Das heißt, da sammle ich sozusagen als Designer, als jemand, der sich damit auseinandersetzt, alles das, was ich auch wiederverwenden möchte. Darin sammle ich sozusagen Dinge, die ich in unterschiedlichen Projekten benutzen möchte. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, lege ich mir in meiner Bibliothek dann zu jedem Projekt eine Art Ordner an. Genau, also du machst eine Bibliothek pro Projekt und speicherst dort alles rein, wie Farbpaletten, wie Formate, Bilder, die du verwenden willst. Hast eine direkte Schnittstelle zu Adobe Stock, um auch Bilder reinzuladen dort. Und das Coole daran, diese Libraries, diese Bibliotheken, die sind ja in der Cloud. Das heißt, die sind immer überall verfügbar, in jedem Adobe-Produkt, auf jedem Rechner. Und ich kann die auch sharen, also ich kann die gemeinsam nutzen. Ach, das heißt, wenn ich dann irgendwo eine Farbe ändere, ändert sich das bei allen meinen Kollegen auch? Genau, und wenn ich so eine Library, eine Bibliothek freigebe, kann ich auch sagen, dass du da mitarbeiten darfst oder dass du nur Konsument bist von dieser Library, also nur Sachen rausziehen kannst. Der Kunde auch. Der Kunde. Oder ich könnte so weit gehen, dass ich sage, der Kunde darf da rein Bilder laden, die ich dann in InDesign im Layout verwende zum Beispiel. Okay. Zurück zu unserer Reiseroute. Erste Station, Typekit. Adobe Typekit ist ein Dienst der Creative Cloud, wo man sich Schriften laden kann. Hochwertige Schriften, die man einerseits im Web verwenden kann, die werden dann von Typekit auch gehostet. Und andererseits kann ich sie synchronisieren auf den Desktop, damit ich sie in InDesign, Photoshop, Illustrator und überall verwenden kann. In meinem Beispiel hier
habe ich da diesen Outdoor Guide als Titel und ich möchte jetzt da einen anderen Font. Ich gehe da direkt in InDesign aufs Schriftenmenü und sage einfach, ich will Schriften aus Typekit hinzufügen. Das startet mir den Browser, loggt mich ein, weil ich ja auf meinem Rechner mit meiner Adobe ID eingeloggt bin. Jetzt habe ich da ein riesen Arsenal an hochwertigen Schriften. Jetzt, damit ich die geeignete Schrift finde, habe ich rechts so einen Filter und da könnte ich zum Beispiel sagen, mich interessieren Schriften ohne Serifen, die für Absätze, also für Mengentext geeignet sind. Und dann habe ich da Vorschläge von Typekit von Fonts. Und die Fonts, die in Typekit drin sind, die sind alle dafür geeignet, auch im Web eingesetzt zu werden? Es ist so, dass es Schriften gibt, die nur fürs Web verfügbar sind. Okay. Aber die blende ich automatisch aus, wenn ich diesen Haken hier Include Web Only Families nicht anzeige. Dann habe ich die Gewissheit, dass das wirklich für Print und Web die gleichen Fonts sind. In meinem Fall schalte ich jetzt da den Filter ab und ich gehe in die Favoriten rein. Mhm. Das sind meine... Die du dir vorher schon festgelegt genau. hast? Genau. Und ich bin ein Slab-Typ. Also ich liebe Fonts mit Slabs, also mit diesen starken Serifen. Und ich möchte jetzt in meinem InDesign-Dokument diesen Triplex-Serif-Font verwenden. Ich gehe da drauf. Mhm. Das öffnet den Font und ich sehe sämtliche Schnitte, die dieser Font beinhaltet und kann jetzt rechts da auf diesem grünen Button über Sync sagen, dass ich diesen Font laden will. Das mache ich mal mit dieser Condensed-Schrift hier. Ich sage da Sync. Aber die sind dann nicht nur in InDesign verfügbar, sondern die sind auf meinem ganzen Rechner verfügbar? Oder wie genau, funktioniert die das? Werden jetzt von dieser Creative Cloud Desktop App geladen. Mhm. Sieht man da auch schon, die Meldung kommt. Dieser Font ist jetzt geladen und der ist fürs ganze System zur Verfügung. Also ich könnte auch in PowerPoint oder wo auch immer, könnte ich diesen Font jetzt verwenden. Das heißt, wenn ich die Creative Cloud App installiert habe, dann sind die Schriften auch da, egal in welchem Programm ich sie benutzen möchte. Genau, die werden mit dieser App geladen und die sind auch da, wenn du mal keine Internetverbindung hast. Okay. Ich gehe jetzt zurück zu InDesign, markiere mir hier diesen Text und tippe dann einfach ins Schriftensuchfeld. Bei neuen InDesigns kann man einfach reintippen und dann hat es eine Volltextsuche für die Fonts. Und ich schreibe da einfach mal dieses Triplex, das ist ja diesen Font, den ich ausgewählt habe. Und der ist jetzt da angewendet. Ich mache den noch ein bisschen größer. So. Aber das ist ja genial, wenn man mal eben einen Layout-Font einem Kunden präsentieren möchte. Genau, das sage ich ja. Creative Cloud ist genial in allen Teilen. Wenn ich da jetzt auf Type gehe und sage Find Font, also Schriften zeigen, dann habe ich diesen Triplex-Font hier. Und der ist jetzt synchronisiert vom Typekit, wie der automatisch geladen. Okay, das heißt, da sehe ich dann, okay, das ist keiner, der vom Betriebssystem kommt, sondern der kommt eben aus Typekit. Okay. Das war ja früher ganz schön aufwendig, wenn man erst in, keine Ahnung, bei Linotype sich einen Font kaufen musste, lizenzieren, den vorher kaufen muss und so weiter. Das ist schon eine super Zeitersparnis. Ganz genau. Und ich möchte heute Katja bei uns begrüßen, Katja Dollinger. Sie ist hinter den Kulissen unter anderem dafür verantwortlich, die Fragen zu beantworten. Und möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Genau, ja. Schönen guten Abend aus Hamburg. Ich freue mich sehr, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich, dass Helme und Thomas heute da sind, um mit uns einfach nochmal das Thema Kein Typ für Creative Cloud zu diskutieren. Denn unter dem Motto kennen mich wahrscheinlich schon einige, weil ich sozusagen die Absenderin der Mailings bin, die sie alle erhalten haben. Und wollte mich an der Stelle auch nochmal bedanken für die wahnsinnig vielen Zuschriften, Anregungen, Diskussionspunkte, die wir von Ihnen erhalten haben, die wir auch wirklich doppelschwör alle gelesen haben und intern einfach weiterführen, weiter diskutieren. Also vielen Dank. An der Stelle stehe ich stellvertretend für das gesamte Team in der Redaktion da hinten, die einfach ihre Fragen aufnehmen und beantworten. Wollte da einfach nochmal ermutigen, einfach jede Frage, die Ihnen auf der Seele brennt, zu stellen, auch die simpelsten. Auf doofe. Genau. Genau. Wir
bemühen uns, die alle nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wenn wir irgendwas nicht wissen, dann nehmen wir sie auf und beantworten sie dann im Nachgang. Viel Spaß noch und gebe ich weiter an euch. Vielen Dank, Katja. Jo. Würde ich sagen, gehen wir zurück zu unserer Reiseroute. Die erste Station war ja eben Adobe Typekit und jetzt geht die Reise weiter Richtung Adobe Capture. Sagt dir Capture was? Ja, das ist tatsächlich eine meiner häufigst genutzten Apps auf dem Smartphone, weil wir haben uns ja vorher auch schon drüber unterhalten. Die beste Kamera ist die du dabei hast. Und Adobe Capture ist halt sowas wie ein kleines Notizbuch, was du immer in der Tasche hast, womit du halt visuelle Ideen festhalten kannst, womit du Farben festhalten kannst, womit du mal eben irgendwie eine Idee skizzieren kannst. Das ist schon toll. Vor allem, weil das dann auch direkt mit der Bibliothek synchronisiert wird und das halt überall verfügbar ist. Genau so habe ich es auch gemacht. Und zwar habe ich das Coverbild von diesem Outdoor-Guide habe ich in Capture geladen und habe mir dann Farbfelder generieren lassen aus diesem Bild. Und diese Farbfelder kann ich jetzt in InDesign verwenden. In Capture habe ich gesagt, diese Farbfelder in meine Creative Cloud Bibliothek laden natürlich. Und wenn ich da jetzt in InDesign auf diese Creative Cloud Bibliothek gehe, ich habe da für dieses Buch eine Bibliothek angelegt, Outdoor Guide, habe ich jetzt da eben diese Farben aus diesem Gantrisch-Bild. Gantrisch heißt die Region und darum habe ich das auch so benannt. Rechte Maustaste auf diese Farbfelder und dann kann ich sagen, ich will das ganze Thema, also all diese Farbfelder, will ich meinen Farbfeldern in InDesign zuweisen. Und jetzt siehst du unten hier sind sogar ganz ordentlich ein Ordner. Ein Ordner, genau. Und diese Farben sind jetzt drin. Wäre für mich schon okay als Digitaler, aber ich vermute, für ein Print ist das noch nicht okay. Bei mir kommen Gefühle auf. Rechte Maustaste. Und ich sage Farbfeldoptionen und sage natürlich, das sind Prozessfarben für den Druck, aber ich möchte doch lieber die CMYK-Werte sehen, weil als alter Printhase kann ich da einfach besser schlafen, wenn ich die CMYK-Werte sehe für Grafiken. Die Bilder habe ich natürlich in RGB platziert und die konvertiere ich beim PDF-Export oder im späteren Workflow bei der Ausgabe dann zu CMYK. Mit deinem eingestellten Profil ganz genau, ne? Ganz genau. Ich gehe zurück auf die Reiseroute und nehme dich weiter zum nächsten Halt. Und der nächste Halt ist Adobe Stock. Adobe Stock ist nicht Teil der Creative Cloud. Mhm. Adobe Stock ist ein Stockfotodienst, aber die Integration in die Creative Cloud ist einmalig. Das ist genau das, was ich jetzt zeigen will. Ich habe nämlich da in meinem Layout... Ich habe gerade noch eine Frage hier gesehen. Und zwar, was passiert beim Verpacken mit den Assets aus der Creative Cloud? Also zum Beispiel mit den Schriften, zum Beispiel mit den... Also bei den Schriften ist es so, die werden ja immer aus der Cloud geladen. Die sind nur temporär auf dem System. Die werden nicht mitverpackt von InDesign. Aber wenn ich jetzt dir mein Paket weitergebe und du hast eine aktuelle Version von InDesign, dann nimmt InDesign selber dein InDesign Kontakt auf mit dem Typekit-Server und lädt sich die zu verwendenden Schriften selber runter. Das heißt, das geht sehr, sehr zügig. Und es ist vor allem auch genau die Version, die er sich runterlädt, mit der du gelayout hast. Ganz genau, ne? Ganz genau. Das war nur gerade noch eine Frage, die übers Web kam. Zum Beispiel heute Nachmittag habe ich dieses ganze Buch auf einem anderen Rechner schnell da im Studio schnell geöffnet, dann hat es gemacht wusch, wusch und alle Schriften, die ich verwende im Buch, sind synchronisiert. Das finde ich super, super genial. Riesenarbeitserleichterung. Ja, weil immer irgendwas fehlte früher, ne? Genau, und das ist wirklich die richtige Schrift, ist eine hochwertige Schrift, die wirklich auch eben Printansprüchen gerecht wird. Aber eben, du warst bei Adobe Stock, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Stock. Das Geniale, wie gesagt, ist die Integration. Das heißt nämlich, wenn ich jetzt da in meinem Buch bin und ich möchte hier auch noch ein Bild haben aus dieser Gantrisch-Region, dann kann ich wiederum in meine Creative Cloud Bibliothek rein. Und da sieht man hier ganz klein, Search Adobe Stock. Genau. Ich kann jetzt da also einfach mal, das heißt ja Gantrisch, einfach das mal eintippen.
ohne Schreibfehler natürlich, Gantrisch. Und schon werden mir Bilder aus Adobe Stock angezeigt. Aber du hast jetzt hier auch nur Fotos ausgewählt. Ich habe nur Fotos, weil Illustrationen weiß ich nicht, ob um Videos. Aber ja, welches möchtest du? Was gefällt dir am besten vom Gantrisch? Hier, das, wo man vom Berg runter guckt, ist doch schön. Das. Ja, das ist wirklich dort oben. Das geht so runter, da gehen wir als Familie regelmäßig hoch. Das ist ganz, ganz schön dort. Ich platziere das einfach mal hier im Layout und lass mir das mal vergrößert anzeigen. Und natürlich ist das jetzt ein Vorschaubild mit Wasserzeichen. Mhm. Aber für die Freigabe, für den Kunden ist das ausreichend. Also er kann mir dann sagen, ja, das ist okay, du kannst das kaufen. Und kaufen, das ist eben das Geniale, nicht nur das Drag and Drop rein, sondern kaufen geht auch über einen simplen Mausklick. Ich habe da oben diesen Einkaufskorb, tippe da drauf und könnt jetzt diese Lizenz kaufen. Und was macht das? Das ersetzt im Hintergrund mein Wasserzeichenbild mit dem Original, mit dem hochaufgelösten Bild. Und genau gleich auch in Photoshop. Also wenn ich in Photoshop was aus der Creative Cloud Bibliothek öffne, irgendwas dran mache und dann das Bild in der Library mit dem Original ersetze, wird das, was ich gemacht habe in Photoshop, automatisch auf das hochaufgelöste Bild übertragen. Das ist spannend. Also liegt das dann als Smart-Objekt da drin oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, genau. Das ist eine Art Smart-Objekt und dann wird einfach der Inhalt ausgetauscht und die Einstellungsebenen, die werden natürlich erhalten. Okay. Und was sind da so für, also jetzt für Print braucht man eine höhere Auflösung als für Web generell. Ist da von der Qualität her alles das drin, was man sich als Printhase wünscht? Es ist so, dass die Bilder in immer der höchsten Auflösung zur Verfügung gestellt werden. Okay. Also je nachdem, wie hoch aufgelöst ein Bild hochgeladen wird, in der maximalen Auflösung kann man sich das auch runterladen. Mhm. Und das ist sogenannt lizenzfrei. Das heißt, ich kann das Bild einmal kaufen und dann verwenden. Ausnahme sind unglaublich hohe Auflagen, wo man dann direkt mit dem Hersteller schaut. Aber normal einmal lizenzieren, immer verwenden. Okay. Und ich muss ja das nicht speichern, was ich lizenziert habe. Das habe ich zum einen in meinen Libraries, in meinen Bibliotheken und zum anderen, wenn ich in die Creative Cloud mich einlogge, also in den Stockdienst, dann sehe ich, was ich schon mal gekauft habe. Und wenn ich als Team die Creative Cloud nutze, dann sehe ich, welche Bilder mein Team bereits lizenziert hat. Ich weiß noch damals im Mittelalter, wie man aus Stockfotokatalogen auf Papier Bilder eingescannt hat, dann hat man die Nummer vergessen, dann wusste man nicht mehr, welches Bild das ist. Man hat dann damit gelayoutet, hat es präsentiert, musste dann nochmal suchen, weil man nicht mehr wusste, woher das Bild war. Dann musste man mit dem Ding zur Rezeption tapern. Die haben einem das dann per Kreditkarte gekauft. Also es ist schon eine schöne Zeitersparnis. Und vor allem, es sieht halt wesentlich hochwertiger aus. Ne? Also wenn du jetzt ein Layout präsentierst, dann sieht es ja tatsächlich so aus, wie später das aussehen muss. Ja. Und eben diese Integration mit dem Kauf, das ist unheimlich bequem. Oder ich könnte es auch über das Verknüpfen-Panel, wo ich alle Bilder aufgelistet habe, sehe auch dort, welche ich noch lizenzieren muss und habe in einem Wisch alles wieder mit hoch aufgelösten Bildern ersetzt. Cool. Ich schlage vor, dass wir weiterreisen. Ja. Nächster Halt. Ah. CC Files. Genau. Und zwar hätte ich jetzt das Layout, das Design soweit fertig. Und ich will jetzt meinem Kunden dieses Design präsentieren, und zwar nicht als Fax oder als was auch immer, sondern über die Dateifreigabe von den Creative Cloud Dateien. Ich wechsle dazu bei mir auf den Finder und habe jetzt da diesen Ordner Creative Cloud Files. Und das ist dein lokaler Ordner? Das ist jetzt bei mir lokal auf meinem Rechner. Und hinten diese grünen Haken, die zeigen, dass das alles synchronisiert ist, dass das die gleiche Version ist wie auf der Cloud. Mhm. Ich habe jetzt da eben diesen Outdoor-Guide, rechte Maustaste und da kommt schon die Creative Cloud und ich sage hier Share Link. Also ich will den Link zu dieser Datei freigeben. Mhm. Da startet wiederum den Browser,
zeigt meine Datei auf der Cloud an. Das ist dein komplettes InDesign-Dokument, ne? Genau, genau. Ja. Und hier siehst du jetzt, das ist im Moment noch privat, ist ja klar, ich will ja nicht alles direkt öffentlich machen, aber ich will jetzt hier bewusst das öffentlich machen in meinem Fall, sage Create Public Link. Und in den erweiterten Optionen sage ich noch, dass der Empfänger, der diesen Link hat, darf das runterladen und er darf Kommentare machen. Das will ich ja, dass er Kommentare machen kann. Das ist dieser Public Link, den könnte ich jetzt da direkt versenden als E-Mail. In meinem Fall kopiere ich jetzt einfach den Link, rechte Maustaste, Link kopieren und mache mir ein Inkognito-Fenster. Damit wir jemand anders sind. Genau, dann bin ich wirklich jemand anderes. Inkognito, sorry. So. Und füge da einfach diesen Link ein. Return. Und das könnte jetzt tatsächlich die Ansicht vom Kunden sein, der genau, sich dein Dokument anschaut. Genau, ich hätte den Link auch dir zustellen können. Und was ich einen Riesenvorteil hier finde, der Kunde braucht keine Adobe-ID, also es kann ein Endkunde sein. Alles, was er muss, ist in einer E-Mail einen Link anklicken können. Okay, das sollten die meisten schaffen. Das geht. Ich scroll da etwas nach unten und habe jetzt da die Kommentarfunktion zur Verfügung und sage da einfach mal, ja, die erste Seite ist nicht spannend, da bitte noch eine Sesselbahn reinbauen. Okay. Auf Seite 3 eine Sesselbahn einbauen. Und das hat kommentiert der Externe. Und das heißt extern@extern.ch natürlich. Ja, sicher. Das wird jetzt abgesendet. Guck mal, der ist schon reingekommen. Und ich bin jetzt wieder mich. Du bist wieder du. Genau. Und habe einerseits da die Meldung erhalten, dass da was reingekommen ist. Andererseits habe ich hier einen roten Punkt in der Desktop-App. Und da ist irgendwas gegangen. Nämlich, da hat der Externe einen Kommentar abgesetzt, auf Seite 3 die Sesselbahn einbauen. Wenn ich das mal mit OK bestätigt habe und so und einfach mal später wieder zu diesen Dateien will, also zu diesem ganzen Verlauf, so mache ich das auch über die rechte Maustaste. Ich sage da, das ist mein InDesign-Dokument, rechte Maustaste. Und alles, was jetzt an diesem Dokument gegangen ist, interessiert mich. Also zeig mir die Dateiaktivität. Das loggt mich wiederum ein bei der Creative Cloud. Und da siehst du den Kommentar. Okay, das heißt, ich habe sozusagen eine History oder einen Verlauf meines Dokumentes und auch mit allen unterschiedlichen Versionen, die ich mit dem Kunden geteilt habe. Genau, das siehst du ja, Current Version. Also das heißt, immer, wenn ich das InDesign-Dokument speichere, wird das auch hochsynchronisiert und das wird nicht einfach ersetzt, sondern es gibt eine neue Version. Okay. Und wenn ich jetzt einen riesen Bock geschossen habe, wie wir sagen bei uns, kann ich da einfach auf die alte Version zurück und dann wirft das die Creative Cloud Desktop App an und ersetzt mir das lokale InDesign-Dokument mit der vorherigen Version. Okay, das ist ja praktisch. Ich habe gerade gesehen, hier ist eine Frage reingekommen. Und zwar eine Frage zu den Schriften. Wenn ich eine Schrift für meinen Kundenauftrag heruntergeladen habe, was passiert mit dieser Schrift in einem InDesign-Dokument, wenn ich kein CC-Abo mehr habe? Von Miss Gangway. Also diese Fonts, die in Typekit zur Verfügung gestellt werden, ich sage bewusst zur Verfügung gestellt werden, das sind ja nicht in dem Sinn Typekit-Fonts, sondern das sind alles Fonts mit regulären Herstellern im Hintergrund. Mhm. Und wenn wir jetzt bei uns CICD-Sachen machen, dann lizenzieren wir natürlich diesen Font auch physikalisch direkt beim Hersteller, damit wir dem Kunden das als Paket übergeben können. Okay, das heißt, die Option besteht immer, dass man sozusagen mit dem Hersteller spricht, natürlich, den Font dann auch auszuliefern, in Anführungszeichen. Genau. Okay. Eine weitere Frage? Nein, das war's. Dann gehe ich zurück zum Reiseplan, würde ich sagen. Genau. Das war eben diese Freigabe. Aber was ich noch sagen wollte, mit diesen
Versionsverwaltung, was auch super cool ist, wenn ich auf dem Desktop was lösche, dann wird es auf der Cloud nicht gelöscht, sondern archiviert. Ah, okay. Und das heißt, das hat mir schon oft den Kopf gerettet, ich kann dann einfach zu Zeugs, das ich gelöscht habe, wieder zurück. Es nimmt sehr viel Stress beim Arbeiten weg. Also du hast sozusagen eine automatische Versionierung drin und musst nicht immer Versionen selber nochmal händisch. Die Versionierung, aber auch wenn ich was lösche, wird es archiviert und ich kann es wieder zurückspielen. Herstellen, ja, super. Nächste Station auf unserer Schweizer Reise ist InCopy. InCopy ist wie ein InDesign für Schreiberlinge. Also Redakteure, die sich vor allem um Text kümmern, die können mit InCopy schreiben. Sie haben extra Funktionen wie Thesaurus und so weiter. Mhm. Aber der große Vorteil, sie haben die gleiche Text-Engine dahinter wie InDesign. Das heißt, sie sind das verbindliche Layout, aber können sich um den Text kümmern. Aber sie können das Layout nicht beeinflussen? Sie können das Layout nicht beeinflussen. Sie können Text schreiben und Text formatieren. Okay. Mit von mir vorgegebenen Absatz- und Zeichenformaten. Das heißt, es beendet sozusagen, dass ich kriege vom Kunden einen neuen Text gefaxt mit händischen Annotationen, wo er dann dreimal einen Satz hin und her geschoben hat von unterschiedlichen Mitarbeitern, die alle nochmal eine E-Mail schicken und nochmal was dran geschrieben haben, sondern die kriegen dann sozusagen einen InCopy und können dann quasi selber so lange diskutieren, bis der Text stimmt. Exakt. Am besten zeige ich dir das einfach, und zwar: Der große Vorteil an der Creative Cloud ist ja, dass ich sämtliche Adobe-Apps einfach installieren kann. Und so habe ich das natürlich mit InCopy auch gemacht. Mhm. Und jetzt kann ich das testen, bevor ich das irgendeinem InCopy-Anwender zur Verfügung stelle. Muss denn der Kunde auch ein Creative Cloud-Abonnement haben? Bei InCopy ist ja, also bei allen Adobe-Produkten ist es so, dass die auch einzeln lizenziert werden können. Und InCopy ist ja in der letzten Zeit viel attraktiver geworden preislich. Das ist jetzt um die 5 € pro Monat. Okay. Und wenn ich mir überlege, welche Zeit man da einsparen kann, das sind die 5 €, 2 Kaffees und abgegolten. Ja, und ich glaube, man kann es auch jederzeit kündigen. Ne? Also man kann es tatsächlich dann mal für ein Projekt installieren und dann theoretisch, wenn man es nicht mehr braucht, wieder abschalten. Genau. Ich gehe jetzt da mal auf diese Seite. Da habe ich etwas Text. Und ich will jetzt, dass dieser Text von einem externen Redakteur bearbeitet werden kann. Ich gehe da in InDesign auf meine Editorial, also auf meine redaktionellen Sachen. Und da drin gibt es eine Palette, die heißt Aufgabe auf Deutsch, Assignments in meiner Version. Und ich lege jetzt da einfach mal in meinem InDesign-Dokument eine neue Aufgabe an. Ich sage da: Neue Aufgabe. Und bei dieser Aufgabe geht es jetzt um Sommeraktivitäten, das heißt Sommer. Und das wird zugewiesen an dem Editor. So heißt er einfach jetzt mal hier. Der Eddy, genau. Ich kann sagen, wo dass das gespeichert werden soll. Ich würde das natürlich auch auf die Creative Cloud Dateien speichern und dem Eddy den Ordner freigeben, damit dieser Eddy im gleichen Ordner arbeitet und dann kann irgendwo sitzen, kann dann das InCopy-Dokument öffnen und bearbeiten. Der Eddy hat eine Aufgabe im Moment, ist die aber leer. Das heißt, ich weise dem jetzt einfach über Drag and Drop den Text zu. Ich nehme den Text, schmeiße den da drauf. Okay. Muss das noch kurz aktualisieren, damit wirklich die aktuelle Version dann zur Verfügung steht für den Eddy. Ich sage da Update und wechsle jetzt wieder Hut. Also ich bin jetzt Eddy. Du bist jetzt Eddy? Genau. Und als Eddy öffne ich jetzt da diese Aufgabe, Sommer. Und habe jetzt da 3 Ansichten zur Verfügung. Ich habe nur Text? Nur Text, aber zeilenverbindlich. Ich kann Trennungen alles kontrollieren. Ich habe reine Textansicht, wenn ich mich nur auf den Inhalt konzentrieren will. Oder, was ich jetzt natürlich bevorzuge, in meinem Fall ist die Layout-Ansicht.
Und jetzt kann ich da einfach lostippen und da denkt dann die Creative Cloud mit und sagt, halt, wenn du da schreibst, dann muss ich ja das sperren, dass, damit der Designer oder ein anderer Eddie nicht auch schreibt. Und darum sage ich, ja klar, das Ding wird ausgecheckt und wird jetzt gesperrt zur Bearbeitung, damit nur ich das bearbeiten kann. Das Tolle ist aber, der Layouter kann zur gleichen Zeit am Design weiterarbeiten. Ich habe nämlich nur das Recht am Inhalt. Okay. Und die und wenn du jetzt aber was von wegen Layout, wenn du jetzt noch einen Rahmen dazu machen würdest oder was komplett anderes machen würdest, würde die Verbindung erhalten bleiben? Genau. Oder würde Eddie dann merken, dein Text kommt nicht mehr vor? Wenn ich jetzt Änderungen mache und in InDesign diese Aufgabe abspeichere, bekommt der Eddie automatisch ein Design-Update. Okay. Also ich sage jetzt einfach mal Wintersport zum Beispiel. Und ich könnte da jetzt weiterschreiben, das abspeichern, dann bekommt der Designer ein Update. Ich mache jetzt da, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, checke ich das alles wieder ein. Also ich gebe da die Bearbeitungsrechte wieder frei, schließe das, gehe zurück ins InDesign. Und in InDesign, in den Verknüpfungen drin, siehst du jetzt diese InCopy-Datei, dieses ICML, und das kann ich jetzt ganz einfach updaten. Jetzt musst du da auf diesen Titel schauen und dann Magic Wintersport. Ja, aber tatsächlich ist das super praktisch. Also du kannst dann quasi, während der Inhalt noch erstellt wird, schon layouten. Das, was halt früher Blindtext war, kann dann der Editor direkt dann quasi im Hintergrund schreiben und ist schon miteinander verknüpft, oder? Ganz genau. Ja. Und eben weil ich das auf dieser gemeinsamen File-Basis, auf diesem Creative Cloud-Datei-System gespeichert habe, ist es auch immer aktuell. Also ich muss nicht per E-Mail Text hin und her schicken, sondern InDesign und InCopy arbeiten auf der gleichen Datenbasis. Hast du Fragen reinbekommen? Ich glaube nicht. Okay. Dann nächste Station. Nächste Station, ja genau. Ich habe vergessen, eine Vektorgrafik einzubauen. Und diese Vektorgrafik, die hole ich mir jetzt im CC, also im Creative Cloud Market. Wenn ich da in die Creative Cloud Desktop App reingehe, unter Assets, so habe ich da drei Abteilungen, die Datei, das hatten wir schon, die Fonts, Typekit, hatten wir auch schon, und dann eben Market. Klingt so, als könnte ich doch selber was hochladen. Genau, da kannst du wirklich, nicht hochladen, runterladen. Also Market ist wirklich Shopping pur für Kreative zum Nulltarif. Mhm. Und zwar Adobe kuratierter Inhalt aus Behance, aus dem Social Media Bereich. Das heißt, da kann ich es hochladen. Genau. Und wenn Adobe dich auswählt, dann erscheinst du da auch. In meinem Fall habe ich mir gedacht, ich möchte doch hier, nein, ich muss ja. Der Externe hat es ja gesagt, ich muss dann einen Sessellift einbauen. Das heißt, du bist jetzt total unter Stress. Unter Stress, völlig. Ich brauche einen Sessellift. In Kürze. Tada. Ich könnte auch einen Skilift einbauen. Ein Anker ohne Mensch. Genau, ich würde sagen, der passt ja sehr gut. Und was kommt da? Creative Cloud. Also du fügst es direkt einer Bibliothek hinzu, genau, die du schon angelegt hast. In sozusagen meinem Fall ist ja das Projekt Outdoor Guide. Mhm. Also ich füge da jetzt diesen Sessellift ein, kann das schließen, bin in InDesign, gehe in die Bibliotheken, blende natürlich Stock aus. Was du eben gesucht hast, war das, ne? Ja, genau, das war das mit dem Bild. Und hier siehst du bereits, dass der Sessellift drin. Mhm. Über Drag and Drop kann ich den jetzt einfach ins InDesign nehmen. Das heißt, so als würde ich ein normales Bild importieren. Genau. Eigentlich. Und mach den etwas kleiner. Die Verknüpfung jetzt, wenn ich da auf die Verknüpfung gehe, siehst du, ist in die Library. Also dieses Wolkensymbol heißt, dieses Bild liegt nicht bei mir lokal, sondern die Verknüpfung ist eben in diese Bibliothek. Zum Market. Genau. Aber wenn jetzt im Market eine Datei verschwinden würde? Nein, nicht im Market,
Sondern du hast jetzt eine Kopie in deiner Bibliothek. Okay, und die bleibt da auch. Die bleibt da. Okay, super. Und jetzt mache ich was ganz Verrücktes. Und zwar, InDesign konnte ja seit, was gesagt, Urzeiten Animationen. Aber was die neueren InDesigns können, sind HTML-Animationen. Also mit JavaScript und CSS, damit das auch im EPUB zum Beispiel, im exportierten elektronischen Dokument oder auch im Webbrowser dann läuft. Und genau das mache ich jetzt hier. Ich gehe auf Fenster, sage interaktiv, Animationen. So. Wähle da diesen Sessellift aus und das Tragseil. Das ist einfach nur eine Linie, oder? Das ist eine simple Linie. Mhm. Und sage jetzt da unten, mach mir da einen Bewegungspfad draus. Das heißt dann, dass dieser Sessellift dann entlang von dieser Linie fährt. Ich mache das mal. Okay, das Grüne ist jetzt quasi die Bewegung des Sessellifts, oder? Genau. Und je weiter diese Punkte auseinander sind, umso langsamer ist das Ganze. Ich habe jetzt da eine Live-Vorschau, eine HTML-Vorschau. Und da siehst du, bei uns in der Schweiz sind diese Bahnen extrem schnell. Und sie fliegen auch. Ja. Das ist wirklich jetzt bequem. Ich kann jetzt einfach sagen, okay, das soll irgendwo da sein. Das heißt, er behält seine Bewegung, aber du kannst es trotzdem verschieben. Genau, ich kann es frei verschieben. Ich sage dem natürlich, dass er, wie lange darf er halten? 10. 10, okay. Und natürlich Loop, der soll mehrfach erscheinen. Vorschau. Jetzt passt es doch schon besser. Zauberhaft. Sehr romantisch. Kleiner Tipp, merkt ihr das? Diese Animation, ich zeige sie dann später im Browser. Ich sichere mal mein Dokument, damit ich das eben dann hochladen kann und gehe zurück zu unserem Reiseplan. Letzte Station war eben Creative Cloud Market. Ich habe da diesen Sessellift geholt, in meine Creative Cloud Bibliothek runtergeladen, ins InDesign. Du hast im Kommentar von der externe sozusagen ja, der externe, genau, der hat ja das über die Kommentarfunktion mir so mitgeteilt. Da muss er aber jetzt auch zufrieden sein, oder? Der ist sicher zufrieden, ja. Ganz sicher. Sonst kann er kommentieren. Achso, guck mal, wir haben eine Frage. Und zwar Christina Naumann fragt, werden bei InCopy auch die Änderungen angezeigt, die der Editor vorgenommen hat? Man kann die Textänderungen aufzeichnen, wie man das kennt aus Textverarbeitungsprogrammen, ja, und sieht dann, welche Person hat welche Änderungen gemacht. Okay, man kann das nachvollfolgen. Genau, das sind einfach textuelle Änderungen, die aufgezeichnet werden, natürlich nicht Änderungen im Layout. Mhm. Okay, ja gut, aber InCopy wäre ja eh nur inhaltlich, ganz oder? Ganz genau. Okay. Ich hätte es einfach kurz aktivieren müssen, damit die aufgezeichnet werden. Okay. Nächste Station, ich habe diesen Sessellift eingebaut und jetzt kann ich dem Externen das wieder freigeben, damit er da die Freigabe zum Druck oder was auch immer machen kann. Und das würde ich natürlich jetzt wiederum über diese Creative Cloud Dateien machen. Mhm. Einfach das heißt, du machst wieder einen Link, den Link kopieren, Link verschicken und dann kann die Person, eben der Externe in unserem Fall, kann dann seinen Senf dazugeben und ich kann das dann direkt korrigieren in InDesign. Wie ist das denn, wenn du hier schon mal einen Link versendet hast und du musst du den dann nochmal versenden oder sagst du einfach, schau dir den Link nochmal an? Genau, ein paar das Sachen ist der gleiche Link. Okay. Genau, Browser updaten. Super. Das heißt, wenn ich mit einem Kunden zusammenarbeite, dann kann er eigentlich kontinuierlich auch sehen, was ich verändere, wenn ich genau, das möchte. Genau, wenn ich das möchte. Ja, das kommt dann zurück. Also Freigabe für die Produktion und das führt uns zu den letzten drei Stationen in unserer Schweizer Reise und zwar zur Ausgabe Richtung Online. Mhm. Das mache ich über Publish Online, das ist eine Funktion in neuen InDesigns, die es mir ermöglicht, InDesign-Dokumente direkt ins Web zu publizieren. Und dann natürlich ein Print-Dokument und ich verpacke natürlich die Datei noch zum Archivieren, zum Beispiel. Ich gehe jetzt zuerst hin. Ich glaube, ich starte gerade mit dem Archivieren, sonst vergesse ich das, weil ich so extrem immer beeindruckt bin an diesem Publish Online.
Wenn ich da jetzt auf diesen Verpacken-Dialog gehe, so gibt es da zwei Optionen, die ich liebe in aktuellen InDesigns, und das ist die Möglichkeit, ein EDML-Dokument mit abzuspeichern im Paket. Das ist quasi diese alte oder dieses Austauschformat, ein XML-Format, was quasi zwischen den unterschiedlichen Versionen von InDesign funktioniert. Und zwar kann ich das bis CS4 runter öffnen, aber um das geht es mir gar nicht. Bei uns ist es so, dass wir das EDML, das ist XML, weiterverwenden. Wir haben so eine Wochenzeitung und die wird print first, also printorientiert wird die gemacht, aber die erscheint auch im Web. Das heißt, ihr könnt die Inhalte quasi relativ einfach online publizieren. Genau. Wie funktioniert das? Jetzt haben wir mit einem Programmierer zusammen ein InDesign JavaScript entwickelt, das automatisch EDML exportiert, das transformiert zu HTML und dann in den WordPress-Blog hochschraubt. Das heißt, die Container, die in diesem EDML drin liegen, werden quasi dann in unterschiedliche Container innerhalb von WordPress umgewandelt. Genau. Und auch die Styles, die werden dann zu CSS gemappt automatisch. Mhm. Dann die zweite Möglichkeit, die ich beim Verpacken neu habe, ist die Möglichkeit, direkt ein PDF abzuspeichern. Also wenn ich das archiviere zum Beispiel, ist es immer gut, ein PDF zu haben für die schnelle Vorschau oder für Leute, die gerade kein InDesign auf dem Rechner haben. Und da kann ich sagen, mit welcher PDF-Export-Vorgabe soll das Ganze exportiert werden. Da diese verrückte Vorgabe, das ist gar nichts Verrücktes, das ist einfach die Best-Practice-Vorgabe von PDFX Ready. Das ist so ein Verein, der sich um pannenfreie PDFs kümmert. Und ich verwende natürlich diese Vorgabe. Und das mache ich jetzt. Ich exportiere ein PDF direkt nach dieser Vorgabe. Die Vorgabe kommt automatisch mit. Die habe ich runtergeladen bei diesem Verein und einfach ins InDesign importiert. Die ist jetzt da gewählt. Mhm. Ich sage noch PDF nach dem Export öffnen, damit mir Acrobat gestartet wird. Und da im Hintergrund wird jetzt dieses PDF exportiert. Wenn ich jetzt riesengroße PDF-Dateien zu schreiben habe, blockiert das nicht mehr InDesign, sondern ich kann weiterarbeiten. Aber schön, dass es jetzt auch anzeigt, dass es konvertiert. Genau. Ich sehe also den Fortschritt. Und jetzt bin ich da in Acrobat. Ich habe natürlich die aktuelle Version von Acrobat, weil ich die auch einfach über die Creative Cloud Desktop App installieren kann. Und da drin hat es den Preflight. Und jetzt will ich auch mit diesem Prüfprofil von PDFX Ready diese PDF-Datei mal prüfen. Ich klicke da nicht auf Reparieren, sondern ich gehe davon aus, dass es stimmt und analysiere einfach mal. Oh, ein gelbes Hinweisschild. Gelb ist halb so wild, rot wäre schlimmer. Ich habe da ein Auflösungsproblem und das ist ganz einfach. Ich habe weiter hinten in diesem Buch Screenshots von der Website, vom Gantrisch. Okay. Und die gibt's nicht sind höher halb null mal nicht höher aufgelöst. Genau. Das wäre es mit dem PDF. Das könnte ich jetzt dem Drucker überreichen und gut ist. Aber wir haben ja in unserem Reiseplan noch eine andere Endstation, und zwar online. Der Superknopf. Genau, der Superknopf. Wenn ich da in InDesign bin, gibt es da sehr populär oben Publish Online. Mhm. Und das öffnet diesen Dialog. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, dieses InDesign-Dokument hochzuladen in den Browser. Und zwar, ich kann sagen, ich mache ein neues Dokument oder ich habe das vielleicht schon mal hochgeladen früher und will das jetzt, was schon hochgeladen ist, ersetzen. Mhm. In meinem Fall mache ich natürlich ein neues Dokument. Ich kann hier Titel, Beschreibung eingeben, soll es Einzelseiten sein, soll es Druckbogen sein. Und in den erweiterten Optionen drin kann ich Sachen wie Bildformat und Auflösung bestimmen. Wenn ich Publish drücke, exportiert das im Hintergrund dieses HTML und es wird dann automatisch hochgeladen. Und wenn ich da mein... Das liegt aber standardmäßig dann erstmal auf in der Creative Cloud. Ganz genau. Und um etwas Zeit zu sparen, habe ich das bereits da hochgeladen, vorher beim Training. Ups. So. Und jetzt
können wir durchblättern. Das ist jetzt Browser, kein Plugin, kein Flash. Ich blättere da durch und Achtung. Wahnsinn. Und das funktioniert auf dem Tablet oder auf dem Genau, auf dem das ist Smartphone rein HTML. Oder? Und ich kann da zum Beispiel den Einbettungscode kopieren und dann über diesen iFrame-Code, sagt man dem, kann ich das zum Beispiel in einen Blog oder in eine Webseite einbinden. Aber du hast noch eine Frage gestellt. Das ist jetzt tatsächlich bei Adobe, man sieht es da in der URL, mhm. indesign.adobe.com. Wenn man das jetzt auf einen eigenen Server legen will, da gibt es InDesign-Skripte, die das dann zu einem HTML-Paket exportieren, das ich selber über FTP oder whatever hochladen kann. Genau. Okay. Aber das ist jetzt quasi, also in dem Moment, wo ich auf Publish Online drücke, ist das für die ganze Welt quasi zu sehen. Für die Welt, die diesen Link kennt. Klar. Also ich gehe zurück zum Reiseplan und würde sagen, ich fasse mal zusammen und dann kommen, sehe ich Fragen rein. Also ganz kurz, was wir gemacht haben. Wir haben auf Basis der Creative Cloud Dateien und der Creative Cloud Bibliotheken gearbeitet. Über die Creative Cloud Dateien haben wir sichergestellt, dass der Externe diese Kommentarfunktion zur Verfügung hat und dass der mit InCopy arbeitet, den gleichen Datenbestand hat wie ich in InDesign. Mit den Creative Cloud Bibliotheken, da habe ich die Farbfelder von diesem Coverbild genommen, mhm. in die Creative Cloud Bibliothek gesichert und dann in mein InDesign-Dokument übertragen. Nachdem du sie in CMYK umgewandelt hast. In InDesign habe ich sie dann konvertiert, genau. Einfach damit ich heute Nacht besser schlafen kann. Ja. Genau. Dann habe ich gesagt, bessere Schrift fürs Cover. Bin auf Typekit gegangen, mhm. habe mir diese Triplex, glaube ich, hieß sie. Condensed, genau, geladen. Die wurde automatisch im InDesign aktiviert, weil sie systemweit durch die Creative Cloud Desktop App aktiviert wurde. Dann war ich auf... Das mit den Farben hast du gerade schon erzählt. Genau, Stock, genau. Und bei Stock habe ich weitere Bilder gesucht vom Gantrisch-Gebiet und die eingebaut über Drag and Drop. Mhm. Und nach der Freigabe des Kunden automatisch die hochaufgelöste Version runtergeladen. Dann habe ich diesen Sessellift geholt im Creative Cloud Market. Eingebunden, animiert, HTML. In InCopy hat der externe Redakteur den Text überarbeitet. Die Freigabe, das ist gut zum Druck, hätte man auch wieder über diese Creative Cloud Dateien machen können. Und dann habe ich ein PDF exportiert, das mit Acrobat gegengeprüft, beim Verpacken vor allem PDF und IDML mitgenommen und habe noch eine Ausgabe in den Browser hochgespielt. Super. Das heißt, du kannst eigentlich mit einem Prozess ziemlich viele unterschiedliche Formate erzeugen. Genau, InDesign ist die Drehscheibe fürs hochwertige Layout und dann kann ich eben Richtung Online, Richtung Print oder Richtung App ausgeben. Ich würde jetzt mal, also vielen Dank, wir sind jetzt quasi am Ende deiner Präsentation angekommen. Ich würde jetzt mal kurz fragen, ob wir denn ein paar Fragen haben, weil ich sehe bei mir hier auf dem Screen leider noch nichts. Dann, es kommen Fragen, sagt die Redaktion. Okay. Dann vielleicht bringt er mir die auf dem Zettel, anstatt dass ich die hier auf dem Laptop ansehen kann. Dann machen wir das vielleicht leichter. Aber wenn du jetzt, an ein komplexes Projekt rangehst, wie jetzt, ich sag mal, 300 Seiten Layout, was zu einer bestimmten Deadline irgendwie da sein muss, planst du dann so einen Workflow? Also musst du dann vorher Dinge vorbereiten, mit deinen unterschiedlichen Leuten Sachen abstimmen? Oder ist das schon so eingegroovt, dass die alle schon wissen, was sie tun müssen? Ja, das ist bei uns intern ist es eingegroovt, wenn man dem so sagen kann. Wir haben zum Beispiel
Layout-Bestandteile, die wir regelmäßig brauchen, so in Bibliotheken drin. Hm. Und können so sicherstellen, dass alle mit den aktuellen Daten arbeiten. Ja. Okay. Jetzt sehe ich, da tut sich was. Ah, super. Was darf ich mit den Bildern von Adobe Stock machen? Darf ich mit dem Inhalt aus CC Market alles machen? Es geht wahrscheinlich um die Benutzbarkeit. Ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ne? Also, oder beziehungsweise, du hast es eben ja auch schon erwähnt, wenn ich jetzt eine sehr hohe Auflage mit einem Bild drucken möchte, dann muss ich schon mich an den Hersteller wenden. Genau, also grundsätzlich sind es ja lizenzfreie Bilder, das heißt nicht kostenlose Bilder, aber ich kaufe einmal und kann es dann nutzen, wie ich will. Wenn ich eben, wie du sagst, extrem hohe Auflagen habe, dann muss ich mich mit dem Hersteller kurzschließen. Okay. Aber das sind Auflagen, man kann das in den FAQs nachlesen, ab 250.000 Exemplaren. Okay, das heißt, das geht dann tatsächlich um, ich sag mal, eine Printkampagne in irgendeinem Publikumsformat, genau. Wo man dann tatsächlich... Ganz genau. Besteht auch die Möglichkeit, ein Motiv exklusiv zu bekommen, dass ich sage, okay, ich habe das jetzt gefunden, ich möchte, dass es für meinen Kampagnenzeitraum niemand anders mehr benutzen darf? Es gibt so einen sogenannten Premium-Teil in Adobe Stock, aber das sind einfach noch hochwertigere Sachen, aber nicht exklusiv. Okay. Zweite Frage war ja mit den CC-Market-Inhalten. Das ist auch so, dass solange du ein Creative Cloud-Abo hast, darfst du die auch verwenden, diese Assets. Wenn ich mir da eine Vektorillustration runterlade, darf ich die auch verändern? Ja. Also ich habe alle Punkte, alle Anfasser und darf dann damit machen, was ich möchte. Die Vektorgeschichten sind ja SVG-Grafiken, die kannst du direkt in Illustrator öffnen und bearbeiten. Okay. Ziemlich praktisch bei Moodboards oder wenn man so Icon-Sachen hat. Dann haben wir noch eine Frage, Marc von Melentin. Wenn ich etwas online publiziert habe, kann ich das auf dem Adobe-Server auch wieder löschen, nachdem ich mir den Datensatz heruntergeladen habe? Ich habe in InDesign im Dateimenü habe ich so ein Publish Online Dashboard und dort sehe ich wie eine Bibliothek, was ich alles publiziert habe. Können wir das gucken? Können wir gucken, ja klar. Da. Und zwar ist es da, das Publish Online Dashboard. Und das ist alles drin, was ich sozusagen veröffentliche. Ich starte mir jetzt einen Browser und da sehe ich alles, was ich irgendwann mal in meinem Fall einfach gespielt habe und könnte die da auch wieder löschen. Und dann ist der Link nicht mehr gültig sozusagen. Genau. Aber den Datensatz, den erzeuge ich ja über ein InDesign-Plugin, was du gesagt hast, um das woanders zu hosten, oder? Über ein Skript. Über ein Skript. Genau. Entschuldigung, ja, über ein Skript. Dann Samuel Jordi fragt, dürfen die Vektorgrafiken von CC Market frei verwendet werden? Haben wir, glaube ich, gerade beantwortet. Genau, ist so. Darf man alles mitmachen? Woher kommen die eigentlich? Die Sachen im CC Market. Das ist kuratiert von Adobe aus Behance. Das heißt, wenn ich in Behance, etwas veröffentliche, kann es sein, dass Adobe mich anspricht, es auch da zu verwenden. Ja, also mich würden sie jetzt nicht ansprechen, aber dich eher. Okay. Können Leute ohne kostenpflichtigen Adobe-Account auch CC-Libraries benutzen? Ja, ganz einfache Antwort. Das ist genial. Ich habe das schon in Projekten mit Kunden gemacht, dass die eine kostenlose Adobe ID, einfach diese ganz kleinste Version hatten. Und dann konnten sie aus Adobe Stock die Bilder, die sie im Layout wollen, in diese Bibliothek ziehen. Und ich konnte in InDesign die einfach ins Layout ziehen. Das heißt, die haben dir quasi deine Bibliothek bestückt, aus der du dich dann bedienen durftest. Genau. Okay. Das heißt, das ist quasi wie bei anderen Bilddatenbanken, dass man eine Lightbox teilt und das seinem Kunden zur Verfügung stellt. So würde man auch mit der Creative Cloud arbeiten. Genau, die Lightbox wäre dann einfach die entsprechende Bibliothek. Projekt, ja. Genau. Spannend. Was passiert beim Verpacken von InDesign-Dateien mit Schriften aus Adobe Typekit? Die werden eben nicht mitverpackt. Das ist lizenzrechtlich so, weil sonst wäre ja Typekit primär eine Fontschleuder. Aber die Referenz wird mit verpackt. Das heißt, wenn ich jetzt eben dir zum Beispiel ein InDesign-Dokument gebe und du
öffnest es in einer aktuellen InDesign-Version und hast diese Schrift nicht aktiv, dann zeigt dir InDesign, schau, diese Schrift kannst du als Teilkit synchronisieren, kannst sagen ja und wusch, alles ist da. Hemme, vielen Dank. Ich fand das einen ganz tollen Vortrag von dir. Als allwissender Schweizer Hase des Printdesigns hat mir das tatsächlich viel gezeigt und ich bedanke mich an der Stelle bei dir. Danke auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr euch so beteiligt habt. Und ich würde sagen, wir machen nächste Woche weiter mit Erik Schütz. Auch wieder um 7 Uhr. Dann seid wieder dabei. Vielen Dank und schönen Abend noch.